Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Video. Heute wird unser Haus aufgestellt und ihr seid live mit dabei. Juhu, los geht's! Da wird jetzt alles einmal ausgepackt, dann geht's los. Da werden jetzt gerade die Gewindstangeln aber geflext, damit dann eben das Haus draufgestellt werden kann. Für die deutschen Zuschauer die Gewindestangen, oder wie? Matthias hat gesagt, sonst versteht man mich schon wieder nicht. Juhu, da kommt schon unser Kranwagen. Das ist übrigens unsere Stiege. Die Oma schaut sich ihren allerletzten Sonnenaufgang vom Schlafzimmerfenster an. Also das Sondertransport, Begleitungsfahrzeug ist schon unterwegs. Bei uns ist es nämlich total eng und gar nicht so einfach, dass man da über die Ecken herumkommt. Da haben wir zwar schon geschaut, dass wir da die ganzen Autos wegstellen und dass wir quasi selber ein bisschen absperren. Aber es wird ein bisschen tricky da. Der muss jetzt wirklich verkehrt reinfahren, weil es geht ja sonst nicht aus. Okay, da unten kommt unser Haus und es ist so lang, es ist unfassbar, wie soll das ausgehen. Der muss jedenfalls da um und dann nach hinten rein. Halleluja. Okay, das wird absolute Millimeterarbeit. Das ist ganz arg. Scheiße. Schon besser aus. Rastet ihr ein? Es ist so verdammt eng und so knapp. Das ist spannend. So, da ist er schon mal ums Eck, aber da vorne steckt er jetzt. Scheiße. Jawohl, jetzt geht's ja aus. Ich hab da wen entdeckt. Da spechtelt wer. Geile Sache. So cool. Jawohl. Und wir haben uns gedacht, das Verkehrsrückschirm ist ein Problem. Dabei ist das ja ein Klacks im Vergleich zu dem Eintrauen. Ready to go. Völliges Chaos da. Wobei es eigentlich kein Chaos ist, aber es schaut einfach so müde aus. Da haben wir jetzt unsere Digipsplatten weggekommen, damit wir dann nachher einen richtigen Platz stehen. Mark hat entdeckt, da ist das Jerseyland. Ganz oben, mit dem besten Ausblick. Das erste Teilstück wird umgekommen. Das ist so spannend, das ist unfassbar.
So, die erste größere Wand ist da. Die erste Wand steht. Da, das ist der mit dem gelben. Mit dem gelben. Mit dem Dockerhelm. Und das hat es weg. Hat er gut auf dem Kirn dort. Opa dort die Baustelle begutachten. So ein bisschen gegen das Licht, aber da kommt jetzt die nächste größere Wand. Ich fliegt da nichts runter. Wahnsinn! Für unseren Kellerersatzraum ist das die Außenwand. Geteil. Unser Putzfrau ist auch schon da. Die kehrt da schon ein wenig unter dem Sofa herum. Gut machst du das, Papa. Pippi-Fan, wirst du engagiert dann als Putzmann, wenn wir dann drin sind. Jetzt wird das dann auch schön austariert, damit das wirklich alles ganz, ganz gerade ist. Und hinten wird schon die nächste Wand wieder aufgeladen. Nächste Wand. Wie die Carmen gerade richtig gesagt hat, das ist wie Tetris spielen irgendwie. Nur im großen Stil. Die Wand spielt jedenfalls jetzt noch nicht mit, weil das ist die fürs Obergeschoss, fürs Badezimmer. Die brauchen wir erst morgen. Die wird jetzt einfach einmal auf Zeiten geparkt. Die schmeißen wir dabei rund ins Pool. Also das ist echt einmal ein fetter Kranwagen. Und das mitten in Galli. Im beschaulichen kleinen Galli. Der richtige Autohändler. Hat sogar auf der Baustelle nur Autos verkaufen und arbeiten. So, das nächste Stickerlwand kommt. Ratze, Fatze, ruckzuck geht das dahin. Wahnsinn. Gestiegenprotest ist das, oder? Gestiegenprotest? Okay. Ich glaube. Da musst du aufpassen, gell? Ja, was, die hat er gerade hergekriegt. Please mind the gap between the train and the platform oder so. Und das ist übrigens unser Pizzaofen. So, jetzt war ich nur kurz am Klo und zack, steht schon die nächste riesige Wand. Da fällt ein bisschen was. Das geht so schnell, da kommt man überhaupt nicht mit mir zuschauen. Das ist ein Wahnsinn. So cool. Der Opa ist auch live mit dabei. Nuggetsnosen. Perfekt, da ist nur ein Loch zum Spechteln. Da kommt die Wand für unseren Garagenkeller-Ersatzraum. Wände versenken. Das ist echt arg, dass das so haarscharf hinpasst alles. Das geht sich alles genau aus. Wie wenn es wer super, super geplant hätte. Hier ist John.
zack, ist das einfach zu. Passt sauber, ja. Pipi fein ist das. So schaut es übrigens gerade von der anderen Seite aus. Also es wird. Es wird. Es wird ein Haus. Wie cool. So, ich habe mich kurz mal ein bisschen verkrümmelt. Sitzt da bei der Poolside. Und schauen wir das von der Ferne an, weil ich pack das hier. Das ist einfach so, weiß nicht, das ist surreal irgendwie so. Und das ist einfach unser Haus. Jetzt kommt die große tragende Wand. Da geht man übrigens dann. Nein, das ist umgekehrt. Die muss noch Draht werden. Weil das ist unser Arbeitszimmer, das ist Wohnzimmer und das ist Speis. Drum, die muss mal. Schwups. Schwups, die wups. Geile Sache. Millimeter für Millimeter haben sie da aber. So, Stunde der Wahrheit. Also LKW Nummer 1 ist leer. Der wird jetzt dann rausgefahren und jetzt kommt dann nur der zweite mit der Decke fürs Erdgeschoss. Tschüssi! So, in dem Fall sind jetzt wir das Begleitfahrzeug und holen da gerade den LKW mit der Decke ab. Also die Lage von unserem Grundstück ist eigentlich echt beschissen. Geht ja aus. Jetzt schaut es herinnen auch schon aus wie ein Haus. Voll arg. Die war falsch, die muss jetzt nämlich da noch rein. Scheiße, ja. Der Kicker war. Ah, das ist die Tür zu unserem, wie nennt man das, Abstück einmal dann quasi unter der Stirn einfach. Das kann man schon richtig erinnern, Herr Spazierenge. Ups. So, jetzt kommt gerade die erste Decke. Das wird übrigens eine Sichtholzdecke, darum muss die richtig schön ganz vorsichtig dahin gesetzt werden, damit es keine Deppe kriegt. Das ist so wild, wie die da herumkrabbeln, dass da keiner runterfällt. Aber ich glaube, die haben das schon einmal vorher gemacht. Es fliegt die nächste Decke. Man, das ist so cool. Es ist übrigens so witzig, weil da drüben steht der Papa am Gerüst, gescheit mit. Und dahinter, da steht die Mama am Balkon und redet auch mit. Und da ist der Hirsi oben. Aber der ist ganz ruhig und schaut nur. Ist ganz andächtig. Da sitzt der kleine Saffel oben. Also jetzt schaut das schon richtig nach Haus aus. Das wird unser Wohnzimmer plus Terrasse. Pizzaofen. Ich habe übrigens unglaublich arge Höhenangst. Und schaut einfach völlig gescheuert aus mit so einem Ding. Und darum bin ich eigentlich so ziemlich die Einzige, die nicht herumgeht. Im ersten Stock. Die schauen nämlich schon, wie unser Balkon am ersten Stock ausschauen wird. Also quasi, welche Aussichten wir haben. Ich stehe nämlich da gerade im Gerüst herum, aber nur im ersten Stock. Vorher war ich da drüben im zweiten Stock und ich habe mir echt gedacht, weiß nicht, meine Panik frisst mich auf. Das ist nichts für mich. Das sind immer die anderen machen. Die machen das so gut, nämlich. Da kommt noch. Der Wind. Ein letztes kurzes Update von der Baustelle. Meine Instagram-Stories werden nämlich schon wieder gelöscht, weil ich zu viel schon gepostet habe heute. Und wir haben jetzt einen Wasserrohrbruch in der Straße und es ist völliges Chaos, aber es geht voran und mittlerweile wird schon das Carport montiert und morgen berichte ich wieder munter weiter. Tschüssi! So,
So, ein letztes Video noch. Da wird gerade unsere Stiege einer geliefert. So, jetzt ist es an der Zeit, dass Snapchat wieder mal aktiviert ist. Ich habe nämlich bei Instagram so viele Videos gepostet, dass ich meine Anfangssequenzen schon wieder überspeichert, weil es so viel ist. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, wir dann gerade Holzriegelhaus aufstellen. Und ja, den Rest der Story gibt es auf Instagram schon mal zu sehen. Und hier geht's weiter. Jedenfalls stehen bei uns jetzt schon alle Erdgeschosswände und da kommt jetzt gerade fürs Carport der Aufbau. So, und herzlich willkommen zur allerersten Roomtour durch unser Haus. Das da ist unser Wohn-Esszimmer mit Küche. Dann geht es da in das zukünftige Arbeits- bzw. Gästezimmer. Da kommt ein kleines Bad rein. Das ist dann unser Vorzimmer mit Stiegenaufbau, wo wir dann da drunter irgendwas reinbringen. Das ist quasi Vorzimmer. Das ist eben Eingangstüre. Da draußen ist der neue Kellerersatzraum. Da geht man aufs Klo. Und da eben wieder in unsere Küche. Und wie das Feeling am Pool wird, das kann ich mir jetzt schon so gut vorstellen, weil bei uns ist es richtig, richtig warm und am liebsten würde ich da gleich reinspringen, wenn er befüllt wäre. Ja, und weil ich gerade aufmerksam gemacht worden bin, Stiegen heißen in Deutschland Treppen. Also wir kriegen einen Treppenaufbau. Da wird gerade unser Dach für morgen schon drüber kommen. Schaut mal, mittlerweile gibt es schon eine Stiege, also eine Treppe, in den ersten Stock. Der erste Sonnenuntergang im Haus quasi. Ich sitze da gerade so im, das heißt Chaos herum. Und das ist übrigens ein Teil von unserer Fassade. Die Bretter haben wir selber gestrichen. Da kommen noch einige mehr Magen, weil die sind schon direkt auf der Holzfassade vom Obergeschoss dann drauf montiert. Ah Gott, gecheckt, ich sitze sogar gerade auf sowas. Das haben wir auch selber gestrichen. Eingepackt. Es hat jetzt über Nacht zum Regnen anfangen, damit nichts passiert. Ui. Der Architekt. Begutachtung. Steht da mein Pizza offen. Jetzt hat gerade die Dämmung fürs Dach ausgeladen. Halleluja! Uah. Die Wände von Tag 2 kommen. Heute ein bisschen geschickter hoffentlich. Und nicht so verzwickt. Jawohl, super geht das. Yeah! Die erste, die im Obergeschoss steht. Voll cool! Da wird auch gerade wieder was angeliefert. Nein, das ist nicht für den Schlitzungsübergang. Es schwebt. Was schwebt denn da? Ja, eben, ich will sehen. Warte, so, was heben sie jetzt runter? Jetzt heben sie was runter. Ja. Oh, so schön. So schön. Also meinst du, dass nicht gleichmäßig, immer gleichmäßig klar bleibt? Ja. Ja. Oh, so schön. Ich weiß sehr, aber da geht schneller. Ich mache übrigens mit dem anderen Handy Fotos gleichzeitig.
Und von innen schaut der Spaß so aus. Das ist quasi die Kanten von der Fußbrücke zum Ding. Das ist die Dings, das Insektenschutzgitter. Genau. Ja, genau. Oh, so schön. Das ist übrigens das Fenster von meinem begehbaren Kleiderschrank. Okay. Das ist nur Anschlussbücher. Okay, ja. Und da sagt mir einer, Blogger sind komisch. Alle stehen da. Mit dem Handy. Dann fotografieren. So ein Highlight. Ja, aber jetzt fahrt das auseinander. Die Wand schwebt übrigens immer noch. Da werden jetzt da hinten aber so Latteln nur dran geschraubt, damit das alles ganz genau passt. Boah, Millimeterarbeit, wenn das Ding was angeschlagen wird. So, jetzt muss nur der Wind ein bisschen weniger werden, dann wäre es optimaler. Also das nennen sie echte Teamwork da, das ist so cool. Fenster. Hammer's time. Das ist ein Wahnsinn, wie das gerade gewurbelt hat. Das war irre, weil da haben sie mich geschaut, dass sie eben das so eindrucken ein bisschen. Alles gewurbelt. Wahnsinn. Mittlerweile haben wir den Balkon Abgrenzung auf jeden Fall. Und da kommt schon wieder die nächste Mauer. Das ist eben jetzt die Mauer, wo dann unser Schlafzimmer und Co. dann drinnen ist. Voll cool. Das Holz gehört natürlich noch nicht daher. Das kommt dann auf Zeiten. Das ist von der Attika dann die Abdeckung. Papa, hast du da eine den Kupfer, hä? Dann hören wir auf sitzen. Ich habe bei uns jetzt einfach Ratzefatze. Und was übrigens auch unbedingt einmal gesagt werden muss, die Burschen von Buchner sind so top. Die sind freundlich, packen Vollgas an. Es ist einfach ein Wahnsinn. Also die sind so spitze. Also ich war jetzt eigentlich nur kurz unterwegs und auf der Bank und habe aber Sachen besorgt und schaut sich das einmal an. Stock. Der erste Stock steht einfach. Der ist einfach fertig. Das schaut so geil aus. Wahnsinn. Da habe ich gerade schon die allerletzte Wand montiert. Und ich bin so in love mit unserer Fassade. Die ist so wunderschön. Ah. Hallo. Das ist einfach der View vom Obergeschoss. Man, natürlich sieht man momentan noch nicht so gut drüber, weil das noch ein bisschen zu hoch ist, weil da nur 30 cm Aufbau kommt oder mehr. Aber schon ganz nass. Das ist einfach so verrückt. Wir haben ein Haus. Und wir haben eine Stiege, Schrägstrich Treppe und ein Klo, dass da einer kommt. Wahnsinn. Jetzt habe ich mich gerade so geschreckt, weil eigentlich in unserem Plan die Wand nicht eingezeichnet ist. Aber die wird eh noch umgestellt. Aber jetzt habe ich mir echt gedacht, boah Scheiße, unser Badezimmer wird so klein und den Raum haben wir nicht eingeplant. Aber nur nicht aufregen. Okay, da kommt jetzt doch noch irgendeine Wand. Ah, die kommt da zu mir. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich doch noch mein Badezimmer gekriegt. Und da kommt unsere begehbare Dusche hin. Sagt man da begehbar? Keine Ahnung, jedenfalls da wird geduscht. Aber später nicht mehr unter freiem Himmel. So,
sind, auch wenn die Pizzen vom Da Vinci in Gernikirchen so, so, so gut sind, freue mich schon auf meine erste eigene aus dem Pizzaofen. Ja, momentan ist es gar nicht so einfach, dass man bei uns in der Straße irgendwie vorbeikommt. Aber für dieses Jahr abgesperrt. Und das sind übrigens unsere Decken fürs Obergeschoss. Die kann man jetzt dann machen. Mittag ist nur da drauf, wenn es nicht reinringt. Halleluja! Das schaut so wild aus. Jetzt kommt gerade die Dämmung fürs Dach. So, erstes Bier im Sonnendeck. Der erste gemeinsame Sonnenuntergang. Ja, wir sind gerade drauf gekommen, dass das jetzt eigentlich unser gleichen Feier ist. Darum trinken wir gleich nur eins. Prost, Sarah! Ja? Ich bin nicht offen. Dann mach dich auf.